Kontakt mehr haben. Oh shit. Na gut, dann schauen wir gleich mal bei manchen Sachen da so vorbei. Vielleicht kriegen wir auch gleich einen Dank auch raus. Das wäre nicht schlecht. Friedhöfe sind voller Freaker, nicht Märtyrer. Und du musstest immer weiterziehen, weil sie dich zur Hölle geschickt hätten, wenn sie dein Van gefunden hätten. Und dann müssten wir uns dein beschissenes Radio Free Oregon nicht anhören. Geil. Oh, shit. Aber Hauptsache hört sich's an. Weißt du, was ich meine? Hauptsache hört sich's an und denkt sich so, du warst da, du Arschloch, du. Ja, aber Hauptsache reinziehen. Ja, du Wichser, du. Hauptsache man zieht sich seine. Ich glaube, du Schlüger ist so, glaube ich, sowieso noch nicht beschädigt. Da brauchen wir nichts Neues. So, gibt es aber nicht zufällig irgendwo. Na, da kann man gleich mal aufmachen. Irgendwo einen Tank oder so ziehen, das wäre nicht schlecht. Dies wäre nicht schlecht. Fahren wir weiter oder? Ja, was? Peilwehr. Ja, Schaden. Wenn der dann noch besser erhöht wird. Perfekt. Was haben wir denn da? Na, gibt's leider auch nichts Schickes. Hi, vom Farmer. Farmer. Ja, wäre nicht schlecht. Wenn wir fahren. So, kann man da eigentlich sonst? Okay, außer reparieren. 26% ist nicht gut. So tanken kann ich aber leider auch nicht. Das ist auch wurscht. Ist recht, wenn wir dann stecken bleiben oder so. Da muss schon wieder was. Ah, kommt zu euch her. Oh, scheiße. Oh, ey, jetzt bin ich mal dran hier. Beide gleichzeitig wären noch chilliger. Oh, shit. Unglaublich heftig viel Fehler. Ah, da waren wirklich wieder viele Fehler dabei. Das stört. Da war wieder wirklich viel dabei, was wieder unnötig war, damit wir da wieder, ja, schön ein paar auf Leben verlieren. Aber ich glaube, das wird sich nicht ändern bei mir. Das kann ich jetzt schon sagen, das wird sich nicht ändern. Das wird immer so sein, das ganze Spiel so. So, dann werden wir das wahrscheinlich von der Seite ausschieben, ja. Ich hoffe mal, das Bike ist jetzt nicht im Weg, weil wir es genau dahinter gelassen haben. Nee, geht's ja, nicht sicher, geht's ja locker aus. Hoffen wir es. Ja, der will eh schon nicht mehr starten. Der will eh nicht mehr. Ich lasse vielleicht nur so ein bisschen rollen, weißt du, was ich meine? Damit ich schauen kann, wenn da vielleicht noch irgendwo was wäre. Noch ein Nero-Lager. Mal sehen, was sich in der MMA so verbirgt. Boah, wieso nicht? Wieso nicht? Schauen wir da mal. Oh, hoppala. Müssen wir wieder Strom einschalten anscheinend. Okay. Da muss ich aber auch gleich wieder da aufklettern. Weil sonst, wer weiß, wenn ich den Strom einschalte, ist aber vielleicht gefickt. Und dies können wir nicht gebrauchen. Oh, gut. Lange haben wir suchen müssen. Ah, fuck! Du. Ah, scheiße. Na wart. So. Ah, du Scheiße. Na, schauen wir mal. Na, cool.
Traust jetzt noch? Traust jetzt noch? Wenn der Pappen voller Schrott ist? Ich sag's da, oder da? Passt. Einmal. Passt. Noch irgendwo. Super. Komm her. Ah, fuck. Komm, 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 komm. Passt. Holy. Ja, die Wölfe. Nicht schlecht. Ein bisschen mehr Munition, dann geht's schon. So, aufgeschlitzt. Nice. Das Gesicht von ihm. Ah, Wahnsinn. Der Blick von ihm. Ah, der müde. Jetzt muss ich schon wieder das aufschlitzen. Es geht mal wurscht. So quasi. Ja, nachladen sollte ich auch. So, einmal bitte danken. Gott sei Dank. Bitte voll. Bitte voll danken. Bitte voll, bitte voll, bitte voll. Nice. Nice, nice, nice. Können wir da fallen lassen. Dass wir, falls wir dann in der Nähe dann mal wieder kommen und wieder wenig Dank haben, dann sehen wir schon wenigstens gleich auf der Straße. Dass da gleich was vorhanden ist. Wow, schaut aber schon was Vielversprechendes hier aus. Eine Sicherung. Ja. Nicht schlecht. Ah, ja, da werde ich natürlich mal aufmachen. Zeit einfach abgewartet, bis sie aus ihren Löchern kriechen können und die Welt wieder an sich reißen. Aber das geschieht nicht. Nicht solange ich wache. Und rennt bloß nicht zu ihnen, weil ihr denkt, dass sie euch den Arsch retten. Jeder Mann in Uniform, der etwas wert war, ist vor 2 Jahren gestorben. Diese Männer werden euch sofort abknallen. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Sorry Leute, aber mich interessiert sogar. Du überhaupt nichts an sich reißen. Du hast doch keine Ahnung, wovon du überhaupt redest. Außer vielleicht damit, ja, sie werden dich sofort abknallen, du Glückspilz. Oh shit, geil. Na, ich liebe es, Alter, wenn der davon da so sieht, das jedes Mal anhört und dann lernst du ein bisschen mehr immer und ein bisschen mehr und mehr und mehr von der Welt kennen. Bombe, Bombe. Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. So, ich hoffe, dass wir da noch genug haben für die 100%. Ich hätte jetzt nicht irgendwas anderes gesehen. So, lass mal gleich mal fallen. So, machen wir da mal an. Oh ja. Ah, schau, und eine Meldung. Was? Scheiße. Was kann Strom? Warum kein Strom? Ah, da müssen wir noch reparieren. Deshalb braucht die Sicherung. Nicht dann. Also vielleicht muss ich das jetzt nochmal aktivieren. Das kann möglich sein. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Hoffentlich ist da was drin, dass die Möwe. Ah, ein Neuro-Injektor. Genau das, was ich brauche. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, machen wir Gesundheit nochmal. Mario Fox, Neuro-Kontrollpunkt. Hui. Oh, fuck. Ja, wäre schön, wenn du da noch reinkommst und alles drum und dran. Noch ein Neuro-Rekorder. Ah, da geht's nicht so vielleicht dann noch. Wir fahren einfach weiter. So.